Wollt ihr mir damit sagen, dass ihr ein Diener des Listenreichen seid? Das wollte ich damit nicht unbedingt sagen. Ich stehe in der Küche. Bin Smutje. Mein Name ist Alrik. Ihr kennt mich. Dieser Name ist in letzter Zeit ein wenig in Verruf geraten. Ja, aber ich kann mit den... Ich habe davon gehört, aber ich kann mit den übrigen Piraten... habe ich nichts zu tun. Nun, ich werde die Anheuerungslisten durchgehen, um festzustellen, ob ihr damals als Alrik als Smutje angeheuert worden seid. Ist das der Fall? Boltax, du merkst jetzt, dass jetzt die 10 Aktionen durch sind? Okay. Er nicht. Ich würde ihn fragen, welchem Gott seid ihr geweiht? Keinem. Woran denkt er währenddessen? Er denkt an Fex, aber er sagt die Wahrheit. Er denkt die Armbrust. Er denkt nicht an die Armbrust. Also offensichtlich. Er denkt an Fex, aber er sagt die Wahrheit. Er ist nicht Fex geweiht. Okay, ob er die Wahrheit sagt oder nicht, das weiß ich ja nicht. Das müsste Zulamin über eine Menschenkenntnisprobe raus. Das fällt dir in den Blick in die Gedanken nicht. Nur nein, also ich weiß nicht. Außer er denkt, ich sage die Wahrheit. Dann, also ich sehe halt Bilder, Impressionen, Gefühle etc. Okay, dann aber siehst du viel Nebel. Dann würde ich dabei Menschenkenntnis würfeln, denke ich. Ja, das macht sowieso Sinn, wenn du ihn befragst, weil es ist ja eine Befragung. Die würde ich gerne auch basierend auf seiner Aussage würfeln. Ja, und er würfelt überreden Lügen dagegen. Doppel-1. Alles klar. Doppel-1. Ich habe doch diesen Chip wieder, oder? Du hast ihn genauso wie Rafim wieder. Dann soll tu er das bitte nicht. Oh, komm schon. Na, komm, lass ihn. Na gut, okay. Würfel erstmal selbst deine. Würfel erstmal deine Probe. Also du darfst, natürlich darfst du, aber es ist halt unfair, wenn ihr meine guten Proben... Ich meine nur, wenn ich... Nur als wichtige Frage, meine Menschenkenntnis um den Blick in die Gedanken, ist die erleichtert, erschwert? Die Hälfte. Also die Hälfte als Erleichterung. Ja, seine Magieresistenz kannst du irgendwo bei 12 ansetzen, glaube ich. Finde ich fair. Okay. Dann hast du noch 10 Sterne über, ne? Also eine Fünfer-Erleichterung. Fünfer-Erleichterung, ja. Würfel doch erstmal, guck, ob du krittest, denn ansonsten gelingt ihm sowieso die Probe gegenüber dir. Genau, es ist immer eine vergleichende Probe. Ja, aber ein Crit gewinnt immer. Ja, ich weiß. Zulamin darf auch. Zulamin, du darfst natürlich auch den Crit jetzt, darfst du auch kaputt machen von ihm. Also der Crit bewirkt, dass er die doppelten Sternchen kriegt, Der Crit oder? Macht, dass er gewinnt. Ja, also er hat halt 15 Sternchen. Wozu würfle ich denn dann? Also du kannst auch eine Doppel-20 würfeln. Okay, gut. Also er hat 15 mal 2 sind 30. Ja gut, ich könnte es noch mirakeln, aber... Ja komm, das ist wichtig. Ich mirakle es, aber ich schippe seine Probe nicht, okay? Ja, du kannst auch deine eigene Probe schippen. Ja, nee, gegen 30 Sternchen ist das Quatsch. Okay, das ist dann Hälfte, ist 9, plus 5 ist 14 und das ist dann, kommt dann quasi auf die Menschenkenntnis drauf. Reicht nicht. Ja, nicht ganz, aber gut. Also war trotzdem eine gute Probe. Okay, dann weitere Fragen, die ihr stellen wollt. Ja, ich würde... gerne noch. Also ich habe ja noch einen Blick in die Gedanken, also quasi noch eine Kampfrunde. Also warte mal, zu dem fragt er eben, ob man sich als Alrik eingeschrieben hat und er sagte dann, so müsste es sein, oder? Also es ist halt nicht die richtige Antwort, aber es ist so eine Gegenfrage, so eine ekelhafte. Aber die Antwort habe ich eigentlich noch gar nicht gehört. Ich habe ihn direkt gefragt, quasi, ob er Fexgeweihter ist. Das war eigentlich das Erste, weil er gesagt hat, er ist geschickt mit den Fingern. Nee, also ja, genau. Und er ist kein Fexgeweihter. Und danach hattest du ihn noch gefragt, ob er sich als Alrik dann eingeschrieben hat. Und die Antwort darauf, so müsste es dann ja sein. Und dann habe ich gefragt, welchem Gott er geweiht ist. Und ich habe nur Nebel gesehen in seinen Gedanken. Ja, die Antwort war nein. Ja, aber nein ist... nicht die Antwort auf meine Frage. Doch, du hast gefragt, ob er Fexgeweihter ist. Er sagte nein. Nein, Boltax hat was anderes gefragt. Er hat gefragt, welchen Gott er dient. Ja, welchen Gott ist er? Keinem. Das war meine Frage. Keinem.
Gut, und da habe ich die Nebel gesehen in seinem Kopf. Genau. Gut. Weitere Fragen? Ja, und wodurch erhaltet ihr eure Zauberkraft? Ich bin kein Zauberer. Was denkt er da dazu? Er ist kein Zauberer. Ja, meine zwei. Okay. Oder? Hätte er mich erst machen sollen? No, ich will jetzt wissen, ob er mich gerade anlügt. Ja, jetzt hat er eine verhüllte Aura. Er ist kein Zauberer. Naja, ich lasse mir für den Odem trotzdem Zeit. Tislan Rasket ist kein Paktierer, er ist kein... Er leuchtet nicht, also weder sein Gewand, noch sein Körper, ja, noch irgendeine Stelle, die du sehen kannst, alles offen. Gut. Das waren die beiden Sachen, die ich wissen wollte, also ob die Geister ihn deswegen oder wegen Zauberer oder Gewalt darüber genommen haben. Ich zuck mit den Schultern. Nun, Blamin, ich sehe hier nichts. Allerdings hat mich gewundert, dass er eine sehr hohe Resistenz gegen mein Eindringen hatte. Kriegst du DMR von irgendjemandem überhaupt gesagt aus, wenn du nicht dran schaltest? Ja. Also ich weiß, es ist ein Gefühl, wie stark die Resistenz ist, gegen die du dann wirkst, ja. Richtig. Also ich weiß auch nicht, warum Hasswolf mich jetzt hier eingesperrt hat. Ich habe ihm nie was getan. Nein. Es geht auch eher darum, ob euch vielleicht etwas auf dem Geisterschiff passiert ist, was noch aus euch herausbrechen könnte. Wir wissen, wir wollen euch dann... Ob ich besessen bin? Nein. Zum Beispiel... Wie gesagt, das wollen wir genau evaluieren. Wir werden später noch den anderen Magier hinzuziehen und danach könnt ihr dann auch wieder gehen. Alles ich bin kein Medium, wenn ihr das meint. Und wir haben auch noch nicht mit Hasswolf gesprochen, da der bereits vom Bord gegangen ist. Wir werden ihn fragen, was sein Gedanke dabei war, euch hier einzusperren und diesen anderen mitzunehmen. Ihr könnt beide mal eine Magiekundeprobe würfeln. Ja. Spezialisierung Geister. Hab ich nicht. Ja, weiß ich. Aber es ist trotzdem die Ansage. Ja, ist sehr in Ordnung. Ist es schon merkwürdig, dass jemand, gut, Kombüse, Smoothie, aber er hat explizit gesagt, er ist kein Medium. Also er kennt sich also wohl mit Geistern schon aus, sonst wüsste man sowas nicht. Nun, ich muss sagen, dass eure Antworten alles in allem recht unbefriedigend sind. Und ja, das hat Aswolf auch gesagt, deswegen hat er mich hier auch eingesperrt. Er wusste nicht genau warum, aber... Nun, wisst ihr, nach jetzigem Stand neige ich dazu, euch einfach hier in Kunchum von Bord gehen zu lassen, denn ich habe in letzter Zeit keine guten Erfahrungen gemacht mit Leuten mit ausweichenden Antworten. Ich habe euch auch nichts getan. Ich habe niemanden umgebracht oder so. Oh nein, ich möchte euch ja auch nichts antun, aber... Ich habe auch das Essen nicht vergiftet. Aber ich weiß auch nicht, ob ich euch auf dem Schiff haben möchte. Ja, okay, dann lass mich raus. Das werden wir sehen. Habt Dank für eure Antworten. Wenn ihr uns noch etwas mitteilen wollt, sprecht mit der Wache. Okay, ich will hier trotzdem raus. Alles in seiner Zeit. Und Zulamin verlässt das Ganze. Nun, Lamin, das ist merkwürdig. Ja, das ist merkwürdig. Es hätte mehr Sinn ergeben, wenn er ein Geweihter gewesen wäre, aber was konntet ihr eigentlich etwas feststellen? Nebel, hauptsächlich in seinem Geist und seine Widerstandskraft geistiger Natur ist etwa so groß wie meine. Das wundert mich, weil er kein Zwerg ist und kein ausgebildeter Magier zu sein scheint. Der Odem hat nichts ergeben. Er kannte sich recht gut aus, oder? Ja. Und nun, eine hohe Widerstandskraft gegenüber Zaubern kommt gewöhnlich daher, dass man vielen Zaubern ausgesetzt war, nicht wahr? Möglich. Aber ganz ehrlich, nach der Erfahrung mit Canicitiana weiß ich nicht, ob wir ihn an Bord behalten sollten. Nun, ich werde es auf jeden Fall sowohl Serpentilio als auch unserem guten Abelmir mitteilen. Immerhin sind sie ja doch recht interessiert an solchen Dingen. Und, nun ja. Hat er die Wahrheit gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob er Fexgeweiht sei? Ich gehe davon aus. Ich war mir nicht sicher.
Ein seltsamer Kerl. Ja, weiß es auch nicht. Das ist viel nebulös um ihn. Wir sollten auf jeden Fall als erstes nachsehen, wen Jalan damals für die Küche angeheuert hat. Das muss doch irgendwo stehen. Am besten, wir gehen gleich nach oben. Mal sehen, vielleicht werden wir schlau aus den Unterlagen. Und dann sollten wir vielleicht Haswolf aufsuchen. Mal sehen, wer er die Neuigkeiten aufnimmt. Ja. Aber er wird sich hoffentlich freuen, dass wir nur den guten Ismaban einen ordentlichen Schlaf verpassen konnten. Oh ja, lass uns doch bei Ismaban mal die Tür aufmachen und sehen, ob er aufgewacht ist. Ja. Ja, und so machen wir einen Abstecher, wenn wir übers Deck gehen und sperren da mal die Tür auf. Ismaban? Ja, weil bei den anderen. Nee, Serpentilio, wolltest du ins Archimilabor wollen? Tatsächlich. Wie viel Uhr haben wir? 15, 16 Uhr. Okay. Zunächst mal möchte ich einen W20 Lebenspunkte in meinen Kraftspeicher schmeißen. Ja. Komm, noch ein W20. Ja, okay. Das sind 20. Das sind 10 ASP. Und dann werde ich einen Tag relativ ruhig verbringen, allein schon, weil ich mich gerade auf 5 Lebenspunkte runtergeblutet habe. Und an der Entwicklung einer Artefakt-Thesis arbeiten. Wie viele Zeiteinheiten kann ich dafür heute verbuchen? Wir haben jetzt 16 Uhr, dementsprechend noch eine. Bis 18 Uhr? Zeiteinheiten sind doch mal 4, oder nicht? Zeiteinheiten sind 2. 2 Stunden? Ja. Ja, dann, also meinetwegen kannst du bis 20 Uhr. Okay, 2 Zeiteinheiten. Und damit ist mein Tag auch relativ verbracht. Was für eine Artefakt-Thesis willst du denn bauen? Ich möchte für Zulamin eine kleine Brosche verzaubern, die ich dann morgen auch noch erwerben muss. Okay. Dann fragen wir Rafim. Ja. Wenn du nach draußen auf dein Hüttendeck trittst, kannst du erkennen, wie unten auf dem Hauptdeck der Paradeelefant von dir steht, zusammen mit dem Paradestrauß. Und du kannst sehen, wie die Köche, die vier Köche, gemeinsam mit El Chikoron um den Elefanten herumstehen und ihn mustern, begutachten, auf verschiedene Dinge deuten, wie die Beine, wie kräftig die aussehen, wie muskulös, wie sehnig, und da diskutieren. Ja, ich würde da mal runtermarschieren. Gute Herren, die sind keine Ration. Nicht? Ich hatte gedacht, ja. Das ist, nun ja, es ist gutes Fleisch. Ja, ist richtig, aber das sind Boltax-Elefanten. Ja, okay, dann, und der Strauß? Ja, da bin ich auch noch nicht so sicher, dass es eigentlich Habermeer Strauß, aber er will es noch nicht so richtig akzeptieren. Ja, also ich weiß nicht, die legen Eier, oder? Ich glaube, da kann man gut auch im Netz mitmachen. Und dazu so einen schönen Flügel. Mal was anderes als Fußnägel. Zwinkern sie dir zu. Ja. Ich weiß allerdings nicht, ob der Strauß ein Männchen oder ein Weibchen ist. Musst du mal gucken. Das können wir dann machen. Aber ich meine, wenn Abemir ihn nicht haben will... Aber hier, warum? Die anderen beiden Elefanten da draußen, die gehören auch noch zu uns, oder nicht? Ja, Boltax hat gleich 3 Elefanten. Okay, und die sind dann hier auf dem Schiff, oder wie? Ja, die sollen wohl in Janka ausgesetzt werden. Ausgesetzt? Die dürfen da frei rumlaufen? Naja, Zulamin hat da ja viele Ländereien. Ich denke, da kommt ein Zaun drum und dann laufen die da rum hier. Irgendwie sowas. Ja, okay. Schade. Hätte ich ja gerne mal wieder so ein schönes Elefantensteak, aber sonst müssen wir mal mit Boltax sprechen. Ja, ihr könnt ja Boltax fragen, sind ja seine Elefanten, aber er hat sie alle schon benannt. Ja, mir ist das egal, ich schlachte auch Dinge mit dem Namen. Ja, ich auch. Das ist lustig. Ja, hauptsächlich Menschen. Ja, hauptsächlich Tiere. Hauptsächlich. Ja, ich denke, ihr macht das schon. Und mit diesen Worten würde ich von denen wegdrehen. Ja. Sind die Trollzacker eigentlich wieder aufgetaucht oder sind die erstmal im Chortempel verschwunden? Die sind im Chortempel. Da geht's dann gut.
Wunderbar. Also das Schiff ist wirklich sehr leer, nur noch die Handwerker, die Zimmermänner sind da und eben die Halbmatrosen von Aves Seeschule. Eine Frage, und zwar sind noch unsere Mittelreicher da, unsere mittelreichischen Soldaten? Ich meine, die haben zwar ihren Hauptmann verloren, aber an sich existieren die noch, richtig? Nee. Oder sind die auch weg? Die gibt's gerade nicht, nee. Ach so. Okay. Also haben wir gar keine Soldaten außer fünf. Zurzeit nicht, genau. Wir haben nur die Trollzacke und sieben Dukatengardisten. Und 43 leichte Infanteristen plus ein Weibel plus ein Hauptmann. Also wir hatten noch das Falkenbanner. Ganz genau, die leben noch. Also die Pioniere von Falkengrund, ja, die habt ihr noch, die sind aber gerade nicht da. Nein, wir hatten wir haben 43 leichte Infanteristen. Genau, das Falkenbanner. Und einen Weibel, der jetzt gerade den Laden schmeißt, der Dreischberger tot ist. Ah, okay. Sei denn, du sagst, die sind auch tot. Dann haben die keine Token, deswegen war mir das nicht klar. Ja, die leben auch mehr im Kleiderschrank als alles andere. Ja, okay, weil wurden bisher auch noch nie benutzt. Ja, weil Jala nicht zugelassen hat, dass sie für irgendwelche dummen Boltax-Aktionen verheizt werden. Hey! Sorry, aber es ist wahr. Dann würde ich jetzt gerne einmal mir diese Herren zusammenrufen lassen. Sie sind nicht da, also die sind alle von Bord gegangen. Oh, wunderbar, scheiße. Dann suche ich die Bastarde. In der Stadt. Gehen wir mal eine Gassenwissenprobe. Vermutlich sind die in der abgefallensten Hafentopf. Ja, das ist richtig, aber es gibt sich auf 44 Kneipen weiter. Aber nee, es gibt halt einfach die Söldner-Taverne. Ich habe einen Punkt. Ja. Nee, das reicht nicht. Damit findest du sie nicht. Nicht mit einem Punkt. Ja, doch, du hast inneren Kompass. Du schreibst ein bisschen umher und die erste Taverne, die du siehst, biegst du einfach ab und schaust rein. Und ja, sie sind im Sold und Säbel. Da findest du auch Herrn von Falkengrund, beziehungsweise Herrn Nebelklang, der wohl auch wieder zu diesem Falkenbanner gehört. Wunderbar, den Mann würde ich mir mal ranholen. Ah, da seid ihr. Moment, ich dachte, der Herrn gehört zu den Maulwürfen. Nein. Herrn Nebelklang ist einer von den, also er ist, er führt beide an. Aber das liegt vor allem daran, dass die anderen keinen richtigen Mannschaftssprecher haben. Okay, dann hat er das irgendwann übernommen, ich verstehe. Das sind die Rausrotzer hier unten, ja, die sind Trollrike Prügelaufschauen, das sind Geschützleute. Du kannst im Sold und Säbel die Leute von dem ehemaligen Obristen finden. Und das Falkenbanner ist anwesend. Leichte Infanterie. Ja, dann möchte ich jetzt einmal deren Stimmung einschätzen. Stimmung ist an sich miserabel, weil A, ihr Obrist ist tot und B, haben sie selbstverständlich mitbekommen, was ihr mit dem Mannschaftssprecher gemacht habt. Dass das der Kapitän ist ein Schwarzmagier und ihr benutzt irgendwelche Flammenbälle, irgendwelche Zombie-Greifarme, die Schwarzmagier zerreißen. Also hey, die wissen nicht, dass das von uns kam. Die Stimmung ist generell schlecht. Okay, das habe ich befürchtet. Ich würde mich mal mit an den Tisch setzen. Ist die Stimmung so schlecht, dass direkt alles in Stille umschlägt, sobald ich mich hinsetze? Ja. Wenn du dich hinsetzt, kannst du sehen, wie eine junge Dame auf dich zukommt mit kurzen schwarzen Haaren und einer Augenklappe. Ah, ihr seid wohl diejenigen, von denen alle sprechen, ja? In höchsten Tönen, wie ich vermute. Ne, eher nicht. Aber wir würden unsere Dienste trotzdem euch gerne zur Verfügung stellen. Ich bin Damila Sunya Jamilha und ich dirigiere ein Banner von Bogenschützen. Oh, ich mag Bogenschützen. Nun, wir können uns gerne dabei unterhalten. Ja, lasst uns doch einen anderen Tisch Platz nehmen. Gutes Trinken noch, Männer. Ja, die schweigen einfach gerne und mit diesen Worten würde ich aufstehen. Nun, eben haben sie nicht geschwiegen. Ganz seltsames Volk. Das ist wie gesagt auch der Grund, warum ich ganz gerne mehr Sold haben möchte und nicht nach Consumer Codex, sondern leicht darüber bezahlt werden mag. Aber ich kann euch versichern, dass meine Bogenschützen herausragende Arbeit leisten. Ja, das sagt ihr jetzt so natürlich, ne? Aber das ist natürlich
zwischen Behauptung und Realität liegt oft Welten. Nun, wir sind nicht einfach nur Söldner, sondern wir sind Soldaten der Sonne von Zorga. Oh. Das bedeutet, dass wir nun angestellt von Zorgan selbst waren. Arkos Regiment. Ja, gut, das spricht für euch. Das will ich ja nicht fallen lassen. Und warum das Söldnertum? Nun, wir haben unseren Dienst abgeleistet, 10 Jahre, und sind nun freigestellt. Das heißt, wir wurden ehrenvoll entlassen. Ja gut, das ist auch sehr sympathisch. Aber, wie gesagt, unsere Erfahrung, unsere Expertise, sowohl an der Blutigen See, als auch mit Schiffen, als auch eure Gerüchte, die wir gehört haben von euren ehemaligen, nun ja, was heißt ehemaligen, ihr bezahlt ja sehr weiterhin, aber die Stimmung ist gedrückt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr sie nicht lange halten könnt, wenn ihr so weitermacht. Wir würden euch zumindest trotzdem begleiten. Ja, bei einem mehr als zufriedenstellenden Sold kann ich mir das durchaus vorstellen. Korrekt. Ihr könnt 50 Bogenschützen haben, wenn ihr mögt. Wir müssen auch nur wenig dirigiert werden. Wir wissen selbstverständlich, wie es ist, an Bord zu dienen und schießen eigenständig. Oder auf Befehle. Ja, ich nehme an, Erfahrungen mit Dämonen und dämlichem Kruppzeug habt ihr schon gemacht. Haben wir getan, ja. Vor allem in der Belagerung von Zorgan durch die bösartige Hexe Demiona. Wisst ihr was? Kommt einfach mal mit. Ich glaube, diese Unterhaltung wird unter 6 Augen sinnvoller als unter 4. Das können wir gerne tun. Ihr könnt aber auch erst euer Bier austrinken, wenn ihr mögt. Moment, die hat eine Augenklappe. Ich will es nur noch mal sagen. Ja, und wir klammern zu. Wolltest du nicht unseren Söldnern Mut zusprechen? Ich wollte unsere Söldner loswerden, damit ich 100 schwarze Köche von Dobira anheuern kann. Das Falkenbanner wird so loswerden? Ja. Ja, die haben sowieso keinen Bock mehr. Ja, richtig. Jetzt mit Reischberger tot, das kann ich auch noch verstehen. Ja, also, ja, und so kannst du mit der Mila Sonia Jamilha ja, gemeinsam wieder in Richtung der Drachentöter, der Noch-Drachentöter gehen. Sie sammelt ihre Leute, die sie ist selbstverständlich als Obristin, führt sie die Verhandlungsgespräche, sammelt dann ihre Leute in der Nähe der Taverne ein und geht dann gemeinsam mit dir los. Diamantis, was möchtest du tun? Ja, schön, dass Rafim wiederkommt, denn ich möchte zu ihm, aber vorher möchte ich nochmal auf Nebelklang zutreten. Ja, einer der wenigen, die noch anwesend sind, unterhält sich wohl gerade auf dem Vorderkastell mit Hüvila Marex Fuchsecker. Und wenn du dann herantrittst, dann schauen sie beide dich sehr skeptisch an. Nebelklang. Fuchsecker. Ja. Es gab einige Änderungen in der Führungsriege. Dementsprechend werdet ihr mit sofortiger Wirkung, und ich schaue dabei Nebelklang an, von eurem Posten als Geschützmeister abgesetzt. So ist dem so. Und wer macht dann den neuen Geschützmeister? Ich werde mich wieder dieser Aufgabe zusprechen. Ihr seid der neue Geschützmeister? Ich bin der neue alte Geschützmeister. Aber wenn ihr der neue Geschützmeister seid, dann könnt ihr mir nichts befehlen, denn ich bin der neue Geschützmeister. Dann seid ihr ja kein 1O mehr. Ihr seid nicht der neue Geschützmeister, ihr werdet alle anderen geschützten Bediener mir wieder unterstellt sein. Solltet ihr mit dieser Anstellung nicht zufrieden sein, könnt ihr euch gerne bei der neuen Kapitana melden. Nein, nein, Oberstleutnant, als Major weiß ich selbstverständlich, wo meine Brötchen herkommen. Nun, ihr könnt euch da sicher sein, dass es nicht aufgrund eurer bisherigen Erfolge ist, denn es gab keine. Und es gab auch keine Möglichkeit, in der ihr euch hättet beweisen können. Aber alle meine Schüsse gegen das Geisterschiff haben getroffen. Richtig. Mit außerordentlich wenig Erfolg möchte ich meinen, aber das war nicht eure Schuld. Nun, ist es auch nicht eure Schuld, dass ihr so schlecht als erster Offizier wart. Wie bitte, Nebelklang? Ich denke, ihr habt all die anderen Matrosen vertrieben, und zwar erfolgreich. Ihr solltet euch in eurem Ton mehr anmaßen. Was maßt ihr euch eigentlich an, so mit mir zu sprechen? Ich bin immer noch euer direkter Vorgesetzter. Nun, noch. Noch?
Was ich soll kann das genauso, denn heißen? Ich kann hier genauso von Bord gehen und dann habt ihr mich nicht mehr. Meine Kompetenz wird euch schmerzlich missen. Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin jemand ganz Besonderes. Hat euch das eure Mutter immer gesagt? Ja, hat sie. Und sie ist eine äußerst kluge Frau. Kennt ihr eure Mutter? Ich... Was hat das hier... Das hat hier nichts zu versuchen. Kommt sie aus einem Bordell? Suchen. Dementsprechend habt ihr euch anzugliedern. Kommt ihr aus einem... Dürft. Kommt eure Mutter aus einem Bordell? Wie bitte, Nebelklang? Das war eine einfache Frage. Ich habe die Erlandfahrer nicht allzu oft kennengelernt, aber viele von ihnen arbeiten dort, das ist nichts Schlechtes. Meine Mutter war eine anständige Frau und eine Plantagenbesitzerin. Dementsprechend. Aber wie genau, nur weil ich kein erster Offizier mehr bin, bin ich immer noch euer Vorgesetzter. Wie genau glaubst du, dreckige Ratte, eigentlich mit mir sprechen zu können? Nun, diese dreckige Ratte hat immerhin einen Adelstitel. Und wie viel ist dir auf diesem Schiff wert, in diesen Landen? Geh nach draußen in die Stadt und schrei herum, dass du einen Adelstitel hast. Meinst du, irgendeiner von den Menschen hier gibt da einen Dreck drauf? Meinst du, ich gebe da irgendeinen Dreck drauf, nur weil man dich in deiner Heimat, so wohlgeboren oder wie auch immer anspricht? Nun, ihr müsst euch allerdings gerade sehr verteidigen, wie ich meine. Es hat euch also doch schon hart getroffen, meine ich. Es wird dir vielleicht besser tun, dieses Schiff mindestens für den nächsten Tag zu verlassen. Meine Herren, mir ist das gerade sehr unangenehm. Darf ich mich entfernen? Damit geht sie. So, jetzt sind wir alleine. Nein, jetzt bin ich alleine, denn du gehst jetzt. Er zieht seinen Handschuh aus und wirft ihn vor dir auf den Boden.